Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Video hier bei Final Fantasy XIV Heavensward. Ja, ich habe jetzt somit den Rang jetzt erreicht, also sprich den neuen Rang, denke ich mal, weil ja die 40er-Aufgabe, die wir lösen mussten, um in dem Sinne ja den nächsten Rang zu kriegen, also bei 40 mit Sternen, wurde somit jetzt erfolgreich absolviert, also die Sicherstellung von Kristallvorräten. Wenn ihr das so gesehen jetzt die Voraussetzungen erfüllt habt mit eurem Trupp, könnt ihr so gesehen den neuen Rang erlangen dadurch. Einsatz Eosea 1. Erster Sturm, Bootsmann Sama. Mir kommt die besondere Ehre zuteil, dich im Namen des Flottenkommandos für deinen letzten Erfolg zu loben. Auch unsere Verbündeten zeigen sich beeindruckt von deiner Leistung als Kommandoführerin. Ich gratuliere. Rang des Kommandos gestiegen. Kommandorang 3. Dein Kommando ist auf Rang 3 gestiegen und kann nun schwierigere Einsätze als bisher annehmen. Wähle über der Liste der Einsatzbefehle das violette Symbol, um riskante Einsätze anzeigen zu lassen. Diese Einsätze geben dir Zugang zu besonderen Belohnungen. Viel Erfolg! Wenn ein riskanter Einsatz absolviert wurde, kann bis zur Zurücksetzung der Einsatzbefehle kein anderer riskanter Einsatz gespielt werden. Die Rücksetzung erfolgt jeden Dienstag um 9 Uhr Erdenzeit. Damit nicht genug. Kommandoführerin Summer, es ist mir eine Ehre, dir im Namen des Flottenkommandos folgende Nachricht zu überbringen. In Anerkennung Ihrer Dienste für den Mahlstrom und alle Bürger Lemsalumensas sollen vom heutigen Tage am zweiter Sturmbootsmann Tobiko Summer in den Rang des ersten Sturmbootsmann erhoben werden. Gezeichnet Admiral Merve Blusfirve. Du hast richtig gehört. Du bist befördert worden. Meinen herzlichen Glückwunsch, ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Malstrom, erster Sturmbootsmann. Super, somit haben wir den neuen Rang freigeschaltet und ja, ich guck mal, ob Bewerbungen eingegangen sind. Nein, nicht. So, denn hier hat sich jetzt nichts geändert. Hier kann man soweit auch noch das alles machen, also sprich leveln, um die Attribute zu ändern. Und ja, schauen wir uns das hier mal an. Hier hatten wir einfach mal die gefahrlosen Einsätze. Da musste man ja so gesehen auch dieses Sternchen-Mission absorbiert haben, um dann eben halt hier zu gewöhnlichen Einsätzen zu kommen. Und ja, jetzt ist das eben halt weg. Aber das mit dem Kristallauftrag da, wo ihr das gesehen habt, wie das hieß, da gibt es eben halt so ein Sternchen-Symbol. Und diese Mission müsst ihr dann erfolgreich absorbiert haben, um somit jetzt hier riskante Einsätze zu bekommen und natürlich auch diesen neuen Rang. Und jetzt haben wir so gesehen, ja, hier diese ganzen neuen Missionen, wo wir dann so gesehen, ab hier bekommen wir auch was Schönes, sehe ich. Hier bekommen wir Gesellschafts. Warte mal. Wo geht er immer wieder weg? Ah, Gesellschaftskonzession Stadttaler. Berechtigt den Inhaber, einen Zuschlag auf alle Auszahlungen von Stadtstalern zu erhalten. Stadtstaler 15% plus bekommen wir. Wirkungsdauer 120 Minuten. Gleichartige Gesellschaftskommandos werden beim Anwendung aufgehoben. Ah, das ist auch nicht schlecht. Da kriegen wir einen Stadtstaler-Boost von 15. Hier bekommen wir Gold Saucer. NGP 15%. Auch nicht schlecht. Dann haben wir Kampfdoktorin. Dieses umfassende Handbuch beinhaltet Wissen, das von den Führungsoffizieren
der stattlichen Gesellschaft zusammengetragen wurde. Es inspiriert den Leser und bewirkt dadurch einen temporären Bonus auf Routine, die man im Kampf erhält, um 15%. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Gilde seid, ihr würdet 10% kriegen, dann hier nochmal 15%. Es gibt also zwar auch noch einen 15% Buff in der Gilde, aber das muss ja durch diesen Ether Gerät funktionieren, also gemacht werden, weil einfach so bekommt man das nicht. Sonst hat man ja immer nur den Standard mit 10% denn. Dann kriegt ihr ja noch XP-Boost durch Ruhezeit. Dann außerdem auch, wenn ihr eine Klasse hochgelevelt habt und dann so gesehen eine neue hochlevelt, kriegt ihr außerdem auch noch wieder XP-Boost. Also es kommt auf jeden Fall eine Menge dazu. Und hier auch nochmal 15%. Boah, da steigt man schon ordentlich auf jeden Fall, wenn man irgendwie was leveln möchte. So, dann haben wir hier auch noch was mit Überlebenstraining 4. Der vierte Buch des Handbuchs beinhaltet Detailwissen, das von Veteranensammlern der staatlichen Gesellschaft. Also fürs Sammeln bekommt ihr 20%, auch nicht schlecht. Hier außerdem vom Handwerker bekommt ihr 20% an Routine. Dann Materialeinsatz. Ein militärischer Leitfaden zum richtigen Materialeinsatz. Soldaten, die darin gesammelte Wissen beherzigen, gewöhnen sich schneller an neue Ausrüstungsgegenstände. Dann bekommen wir hier Bindung plus 3 dazu für 120 Minuten. Die meisten alle wirken hier bis zu 120 Minuten. Dann haben wir hier Verlängerung die Wirkungsdauer von Nahrungseffekten um 15 Minuten. Oha! Also kriegt ihr hier nochmal fürs Raiden, ist das zum Beispiel nicht schlecht, da kriegt ihr so gesehen nochmal 15 Minuten obendrauf. Ihr könnt ja in eure Gilde bis 30 und dann nochmal 35 oder so. Und wenn ihr jetzt so gesehen hier nochmal obendrauf haut, habt ihr dann insgesamt 50 Minuten an Buff-Food. Also das ist auch gar nicht so schlecht. Da haben wir hier Materialschonung. Der Verschleiß, also sprich, eure Rüstung verschleißt ja, wenn ihr währenddessen kämpft. Und dort kriegt ihr so gesehen auch nochmal 30% weniger. Es gibt außerdem auch neuer für die Gilde auch Verschleißminderung. Und dann noch mit denen hier dazu ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Kombination. Hält auch 120 Minuten. Und dann haben wir Beseitigung einer Chimäre. Dann bekommen wir Teleport. Dann kosten die Teleportkosten minus 40%, ist auch ordentlich, muss man sagen. Und dann könnt ihr das von den kombinieren, auch vom Gildenbuff gibt es ja auch so Teleportvergünstigungen. Mit denen hier auf jeden Fall auch eine ganz coole Sache. Also man kriegt auf jeden Fall sehr gute Vergünstigungen, wenn man die hier so mitmacht. Kann man sich auf jeden Fall mal antun, denn sonst, wenn man das braucht. Hier zum Beispiel, das ist auch ganz gut hier. Ja, mal gucken auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon eine schöne Sache. Ja, und dann gucken wir auf jeden Fall, was wir hier soweit denn Neues bekommen haben. So. Dann, hier hat sich ja nichts geändert, so wirklich. Hier ist es soweit alles so geblieben. Ach, warte mal. Nee. Das erzähle ich da. Jetzt haben wir statt 50.000 80.000 an Cap mit Stadtstalern, wie ihr seht. Auf jeden Fall schon sehr, sehr cool. So, und dann haben wir hier da unser Rang. Und dann müssen wir hier auf Rüstung gehen. So, ich habe jetzt noch nicht genug Punkte für die Kommandojacke, die ich eigentlich gerne haben möchte. Diese hier, die habe ich ja schon mal gezeigt, denke ich mal. Und die sieht irgendwie schon auch sehr, 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 sehr cool aus. Die gefällt mir auch. Und die würde ich dann eben halt demnächst holen. Oder vielleicht kann ich die ja schon holen. Mit Glück könnte ich die dann schon holen eigentlich. Weil ich habe ja ordentlich schon gefarmt gehabt. Ein bisschen eben halt, sprich, Zufallsinhalte reingegangen. Oh ja, ich kann es mir sogar jetzt schon kaufen. Dann kann ich das euch schon mal hier schön präsentieren. Was haben wir hier so alles? Also das ist alles so geblieben. Ja,
Ja, wir haben immer nur diese hier zusätzlich neu. Kaufe ich jetzt schon mal. Und dann haben wir außerdem auch hier diese jetzt dazu. Die könnt ihr jetzt nutzen, sprich Ausbildungsbuch Verteidiger, dann Ausbildungsbuch Angreifer und Ausbildungsbuch Magier. Hier könnt ihr so gesehen hin und her switchen nach Belieben eures Kommandos. Sprich, ob die jetzt Verteidiger sein wollen, Angreifer sein wollen oder Magier, sprich Healer. Da könnt ihr euch selber jetzt entscheiden. Hier steht außerdem auch hier Kommandosoldaten in Druide, Taumaturg oder Hemetiker. Hier haben wir Faustkämpfer, Pikenier, Waldläufer und Schurke. Und hier haben wir Gladiator oder Marodeur. Hier ist jetzt nicht der Dunkelritter, weil diese Klassen, also diese Sonderjobs, wurden jetzt hier nicht mit rein implantiert. Mal gucken, ob das in Zukunft vielleicht sein wird. Ja, das wäre es erstmal soweit, die wir hier holen können. Und dann haben wir außerdem auch das hier, was ihr auch erfahren konntet durch das Kommando. Also, wenn die unterwegs sind, das ist dann dieses Gesellschaft Leitfaden, Rekrutierung. Ein militärisches Leitfaden zur Rekrutierung neuer Gesellschaftssoldaten wird von Kommandoführern eingesetzt, um leichter neue Bewerber anzuziehen. Wirkungsdauer bis eine neue Bewerbung eintrifft. Also ihr habt einen gewissen Boost, wenn ihr zum Beispiel die Agenda macht. Wenn ihr die Agenda macht, dann kriegt ihr irgendwann mal so Bescheid, dass sich jemand dann eben halt eine Bewerbung losgeschickt hat. Also es ist egal, welche Agenda ihr hier macht. Wenn ihr so gesehen ja, beliebig eben halt welche abgeschlossen habt, bekommt ihr eben halt im Chat Bescheid, dass jemand sich eben halt jetzt da beworben hat. Und ja, wenn ihr jetzt dieses Leitfaden noch habt, habt ihr eine gewisse Geschwindigkeit, wo ihr dann noch schneller hier ja, eine Bewerbung bekommt. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Mehr ist da nun leider nicht dabei, aber wir werden auf jeden Fall sehen, was noch in weitere Zukunft noch kommen wird. Da würde ich mich auf jeden Fall über euren Feedback freuen. Und eure Meinung dazu. Ja, und schreibt, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Ich habe auch schon auf jeden Fall länger gebraucht, muss ich ehrlich gestehen. Das liegt einfach daran, weil ich einfach weniger Zeit damit hatte. Ich hatte noch mich mit anderen Sachen beschäftigt, um Videos zu machen. Auch natürlich wie mit God Eater dieses Projekt auch erstmal fertig zu haben. Also 1 und 2, das hat auch gedauert. Und außerdem, jetzt haben wir noch World of Final Fantasy und demnächst haben wir auch noch Call of Duty wollte ich noch machen. Dann haben wir noch Sword Art Online. Das neue Game und dann haben wir noch Ende des Monats noch Final Fantasy 15. Dann folgt hinterher noch The Last Guardian und noch viele weitere Spiele, die ich gerne noch präsentieren möchte. Aber es bleibt auf jeden Fall hier weiterhin noch mit Final Fantasy Videos. Also nicht denken, dass ich jetzt überhaupt nicht da wirklich weitermache. Doch es werden auch auf jeden Fall noch Content-Videos kommen und alles weitere, was ich dann noch machen werde hier. Also keine Sorge. Da geht ja hier auf jeden Fall nicht so allzu leer aus. Also da wird auf jeden Fall da auch noch was kommen, wenn es da was ansteht. Also seid unbesorgt, Leute. Nicht, dass ihr jetzt denkt, so, oh, der Tobi will ja nichts mehr so viel machen, weil er noch andere Projekte beschäftigt ist. Ja. Es sieht auf jeden Fall echt schick aus, muss ich sagen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und es sieht echt toll aus. Ich zeige euch das einmal hier in 100, 360 Grad. Also es sieht schon echt cool aus. Ich finde, da haben die auf jeden Fall schon sehr, sehr was gemacht. Also ich mag das. Also es sieht echt cool aus. Ja, lasst gerne mal Feedback da zu eurer Gesellschaft. Wie findet ihr eure Kleidung? Natürlich von Gridania oder auch von Uldar. Würde mich mal auch mal interessieren. So, gut. Ich habe auch, denke ich mal, genug gequatscht. Ich wollte euch auf jeden Fall mal so ein kleines Video machen zu den neuen Rang. Was jetzt dazu erklären, was dazu zeigen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne sonst einen Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt es uns gerne in die Kommentaren. Würde mich auch mal sonst interessieren. Ja, zu eurer Gesellschaft. Habt ihr es auch schon absolviert? Und ja, alles so weiteres. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten freue ich mich sonst, wenn ihr den neuen Final Fantasy 14 Video wieder reinschauen würdet. Und sonst guckt auch gerne meine anderen Projekte. Würde mich auch darüber euren Feedback freuen. Ich würde mal sagen, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut rein.